Ja, die Nacht war kurz. Wir sind ja direkt zurückgeflogen. Wir kamen erst nachts um 2 oder 3 an. Ja, und du bist ja den ganzen Tag fokussiert, weil es ging erst um 8.30 Uhr los abends. Und dann brauchst du mal ein bisschen, bis Adrenalin runtergeht. Aber wir haben gewonnen, weitergekommen. Ich durfte das erste Mal ein paar Minuten spielen. Vor heimischer Kulisse, die natürlich wieder überragend war. Von daher alles perfekt. Man hat ja schon im Vorfeld ja, gehofft, dass es klappt, und jetzt hat es geklappt. Für uns ist es super, natürlich so einen Spieler in den Reihen wieder zu haben, und er wird uns definitiv weiterhelfen. Und ja, er ist ja sehr, sehr beliebt, das kriegt man ja mit von den Fanlagern auch. Und deswegen denke ich, ja, es ist super, dass er jetzt hier ist, und wie ich gesagt habe, er wird uns definitiv weiterhelfen. Und ja, heute durfte er schon mittrainieren und hat man schon gesehen, was für ein Potenzial er auch hat. Ist schön, mal was anderes, mal rauszukommen, mit Leuten auch zu quatschen, die ja, die Eintracht leben, das sieht man ja. Und ja, ist eine lockere Stimmung, macht Spaß, ein bisschen hier zu sitzen, zu quatschen, alles cool.